Nun ja, heute haben wir es wieder mit Fällen zu tun. Ja, es sieht so aus, als wenn sich diese Prominenten sich mal wieder, sich bei mir bedienen oder mich ansprechen, viel eher gesagt, oder nicht. Liebe Leute, kommen wir erst zu St. Martin. St. Martin kommt näher. Phil Collins, Einauge, Schwarz-Weiß, Kind als Teufel in Zeiten von Jimmy Savile und so weiter. Das weiße Pferd, Reiter der Apokalypse, Freimaurer, Zylinder, Saturnkult, True Colors, der Song auch von Cyndi Lauper, hier Mond, weiße Mond, Göttin oder was in der Wüste sollte Christus verführt werden, Spiegelsymbolik, MK-Ultra fragen wohl manche, Lilith oder was? Liebe Leute, ich bin kein Rassist, Faschist, die Haare, Lilith oder wie? Und hier Einhorn-Symbol für Kindesopfer, nicht wahr? Als König verkleidet, hier blau und rot, die Bäume im Hintergrund, Yachin und Boas, auch Phallus-Symbol und alles, die 666, Feminismus, nicht wahr? Trotzdem mit Ketten, Symbolik, Spirit Cooking oder was ist da los? Und Rear the Millers, mir fiel einiges in diesem Film auf, meine lieben Freunde, Jennifer Aniston hier als Sarah oder Rose O'Reilly. Der Film beginnt mit YouTube-Einspielern, mit lustigen Klicks, mit Katzenvideos. Es soll wohl darstellen, als sei alles in dem Film normal. Ja, die Stripperin, die mit einem Dealer auf Familie macht, damit sie irgendwo Drogen als Drogenschmuggler abholen können. Alle Gebote werden wie in fast jedem Film gebrochen. Die Jesuiten sind oben, nicht wahr? Jesuiten und Hollywood, recherchiert, ich berichtete. Tja, und Jennifer Aniston heißt Rose. Wir kennen die Rosenkreuzer. Liebe Leute, MK Ultra oder was, die Perücken, schwarz, blond und so weiter. Sie sieht in dem Film mit den blonden Haaren aus wie Avril Lavigne. Und ja, Eltern und kommen zusammen, die keine sind. Kinder, ja, ein sogenannter Loser und eine Ausreißerin verkleiden sich als ihre Kinder. Kenny, Casey, der Klang gleich. Dualität, zusammen die vier Jahreszeiten, nicht wahr? USA und Mexiko dann, ja, as above, so below. Wie Mimmel so auf Erden, noch Fragen und die vier Jahreszeiten. Zeiten, die Zeit, Gevater, Tod, Gevater, Zeit und so weiter. Indoktrination oder wie, viele Klischees, Flüchtlinge aus Mexiko, sehr seltsam. Tja, Robin Williams, hier Violett, Mischfarbe aus Blau und Rot, gefallener Engel, Engelssymbolik, das weiße Pferd. Und er hat Songs wie Angel, nicht wahr, singt Did Jesus really die for me, did Jesus really try for me. Die Spielfiguren der Pyramidenspitze unseres Systems, Echo Fresh hat einen Song über die Mauer, Teile und Tersche oder was. Wir kennen seine Songs, Frohe Botschaft, Apokalypse hier und da in seinem Song der Einspruch, nicht wahr, Exodus, sein Kollege Kool Savas, ja, sie, ich bin nicht Jesus, Eshova und so weiter, immer dasselbe, überall wacht und deckt auf. Ich wollte über seine Sitcom berichten, dann war Zeug von Google Bilder, bekam Copyright Strike, unfassbar, empfehlen die Worte, ein Auge hier, dämonisch, nicht wahr, Joch und Yoga, die Worte verbunden, schwarz und weiß, unten, Violetten Mischfarbe aus Blau und Rot, Altarsymbolik, nicht wahr? Satanisten nutzen nackte Frauen als Altare, Nike, Enki, die Schuhe, Saturnkult, Streifen, liebe Leute im Hintergrund aufgeteilt, ja, dreimal, weiße, dreifaltige.
ehemalige Mondgöttin oder was, ja, Sitzsymbolik, Sitzen, Sodomie oder was, für Crowley stand das Einauge, für Sodomie, die Mauer interessant in Zeiten von Trump, schwarz, weiß, blau, rot, es gibt nur zwei, drei Kleidungsstile, nicht wahr, die Lady in Red, blau, rot, überall, Mystery Babylon, Sirius, Sirius oder was, der Lieblingsstern der Freimaurer, unfassbar, WrestleZone, hier eine Promo, ein Interview von einem Wrestler wird hervorgehoben, wieso das? Naja, die zeigen diese Leute im Publikum, ich frage, sind sie gekauft? Hier immer dasselbe, Umano Konuta, El Diablo, Teufel zu einer Handgeste, wir wissen, All Elite Wrestling, Via Gematria, Neujahr, die Firma Neujahr gegründet, AEW Dynamite, die Wochenshow, Cowboys, ihr Wrestler, John Moxley, Mox genannt, Serpent, Schlange, er macht Interviews oder Promos in einem Serpent Room, wie auch immer, in Las Vegas, recherchiert und ja, er spricht über Cowboys, hier Hangman Adam Page, ein Cowboy-Gimmick, eine Cowboy-Figur, Cowboy Bill Watts, Chris Jericho, so er hieß früher, hier Cowboy Chris Jericho und wie gesagt, AEW Dynamite, Cowboys und all das, liebe Leute, an Neujahr gegründet, Full Gear, die Rüstung Gottes, Puraon oder was, Einauge, alles, was das satanische Herz begehrt, da, ich mache dir mal wieder Videos, abonniere, du hast es nötig, hier WW auf die linke Seite gedreht, 3-3, angeblich der höchste Grad der Freimaurer, liebe Leute, Mikrofon und Flasche, wie im Himmel, so auf Erden, Jakobs, Leiter, Christus, Pose, Blasphemie oder was, immer dasselbe, immer noch, meine lieben Freunde, Man, Magic Kingdom und all das zurück in die Zeit und dann hier, liebe Leute, ja, Bild 1, Bild 3, 4 Jahreszeiten, nicht wahr? Dämonische Astrologiekult, jesuitische Kunst oder was, schmaler Weg, Sodomie für sie und wer nimmt sich Britney Spears so zum Vorbild in Sachen Weisheiten? God bless, aber hier offen heidnische Dinge, Annemarie Carpendale, liebe Leute, mit einem gewissen Blitzer, nicht wahr? Das Herz ist ein Sodomie-Symbol, Schachbrett, wie im Himmel, so auf Erden. JFK Jr., was ist da los? Blau und rot, schwarz und weiß, wie im Himmel, so auf Erden. Weißes, rotes Gewand, drei Gewänder. Die Schuhe stehen in Form des Logos der dreifaltigen Mondgöttin, nicht wahr? Und wer sagt sowas? Keine verdammte Ahnung, wieso sie meine Freundin ist. Laut Christus sind unsere Freunde diejenigen, die den Willen des Vaters erfüllen, bewusst die eine Weltreligion, ja, nicht Christus hilft, nicht Gott hilft, sondern hier so, liebe Leute, ja, sie heilt so und so, was ist da los, Numerologie, liebe Leute, 4 Uhr, 3 Uhr, die satanische Uhrzeit für sie, nicht wahr, recherchiert und all das, meine lieben Freunde, um 4 Uhr, was ist das im Hintergrund, ein Bild mit Bergen, was ist das, und dann hier sowas, wer schreibt sowas unfassbar nach Halloween, den Katzenopfern und all das, Christ, und hier bei den Werten, Yahweh, Illuminati, unfassbar, Liebe und dann natürlich das, Gott ist Liebe, Sodomie-Symbol, wie so oft, Jewish Gematria und hier, wann zeigte sie das? Am 9. November, heute ist der 9. November und das ist ihr neuer Post, es ist alles vorbei, vor Notre Dame, bei Madonna, die Werte, Kirche, Paris, Ostern, Christina Aguilera ist in Russland, der Wert eine russische Stadt, no doubt, ja, ihr Song, Don't Speak, Via Gematria, Garten Eden, und was sehen wir da, liebe Leute, im Video dazu, eine verbotene Verbildlichung des Garten Eden, hier blond und schwarz, übereinander, Dualität, zueinander, zweimal die Beine überschlagen, Double Crossing, Englisch, betrügen. Ich erzähle euch natürlich nichts von Reptilien, wie sich die Leute immer ausdenken. Ja, Verschwörungstheoretiker, ein Begriff der CIA nach dem Mord an Kennedy, nicht wahr? Um die Zweifler bloßzustellen und seht euch das an. Wurde ihr was aber mit den Augen gemacht? Warum, liebe Leute, einmal mehr und natürlich hier, liebe Leute, der Dollar, nicht wahr, die Pyramide, was für ein Zufall, alle ein Thema, eine Meinung, Barack Obama mit was, 8 ehemaligen Präsidenten verwandt, wieder wie im Himmel, so auf Erden, Gelb folgt der Bienenkönigin, Symbolik, jetzt nach dem Sommer, sehr suspekt, wer postet so etwas, liebe Leute, nicht Israel, sondern hier Edom, was ist da los, frage ich. Ich bin kein Rassist, Faschist, dies ist ein judeo-christlicher Kanal, von Gott geklauter Regenbogen, Jakobsleiter, blau, rot, schwarz, weiß, manche fragen Beta-Kitten, Programming, XXX an den Schuhen, liebe Leute, ist da 666-Symbolik, die Wahrheit ist Christus, Kylie Jenner, was ist da los, Warhorse, unfassbar, ja, die 60-jährigen Frauen hier als Kämpferin und so weiter, ja, toll, liebe Leute, was ist in 40, 50 Jahren, alles Staub, liebe Leute, schwarz und weiß, was soll das, Fall
Phallus-Symbol hier das und das passt doch wieder, nicht wahr, meine lieben Freunde? Die ganze Welt durchsuchen, Matrix und all das. Liebe Leute, hier jemand tot, wir müssen für alle beten, unfassbar, so etwas vor Kindern und so weiter. Hier, ich möchte ein guter Mensch sein, liebe Leute, check das und das alles, Teil und Herrsche, nicht wahr? Neulich bei Britney Spears, ein Wert Alice, nicht wahr? Auch Carpendale sprach über Alice, hier wie im Himmel so auf Erden, schwarz-weiß, Jakob Leiter, dann natürlich blau und rot. Wer denkt noch für eine Sekunde nach? Heidnische Bücher, die eine Sarah so, die andere so, natürlich. Liebe Leute, zu We're the Millers, ja, sie heißt Sarah. Wen gibt es denn in der Bibel, die Sarah, die noch spät Kinder bekam? So ist es ja auch im Film mit Jennifer Aniston. Und Jennifer Aniston bekam nie Kinder, unfassbar. Abonniert, schreibt mir eine E-Mail. Liebe Leute, wir brauchen die Bibel. Der Heilige Geist ist real. In der Natur findet ihr keine Helden. Matrix, Impeachment und so weiter. Unfassbare Werte. Jericho, der Blitz, Satan fiel vom Himmel wie ein Blitz. Heidnische Werte, von vorne, von hinten, so schmaler Weg oder nicht. Liebe Leute, was ist da los? Ein Auge, Parallelwelten, immer dasselbe, ja. Auf Bergen findet man laut Bibel Gott, Bergsteiger Crowley, Blocksberg, heidnisch und all das. Zauber. Und das sind alles hier richtige Psychologen, nicht wahr? Ja, ihr redet, euer Selbst kann euch stärken oder nicht. Wer sagt so etwas frei? Unfassbar. Die Dualität. Bei Besessenheit blüht eine Persönlichkeit auf wie eine Blume, nicht wahr? Blumensymbolik, was ist da los? Die Wüste, in der Christus verführt werden sollte. Rosenkreuzer-Symbolik, blau, rot, all das. Immer, überall, liebe Leute, der Sand. Das sind eure Vorbilder. Sie hat sich geritzt. Jeder hat einen Nervenschaden oder nicht. Jeder muss zum Psychologe Pillen einwerfen. Die vier Farben wie im Himmel, so auf Erden. Alles Teile und Tersche, Brot und Spiel oder nicht, liebe Leute. Hier die Blumen, ein Auge, weiße, dreifaltige Mondgöttin. Sie gehört jetzt ihm. Das ist kein macho-mäßiges Gehabe oder was? Tja, Gentleman, das ist Gentleman-like oder wie? Unfassbar. Was sind das für Ketten, heidnisch oder was? Schwarz und weiß, es ist unfassbar, meine lieben Freunde. Und es gibt diesen Song, Josephine in Chris Rea für seine Tochter geschrieben hat, nicht wahr? Hieß es nicht immer, I give you all my love und nicht I send you all my love? Was ist da los? Liebe Leute, Mandela-Effekt oder was? Seht euch das Video an, auch da, Jakobsleiter, rote Schuhe wie ein Oss und alles. Naja, Sonnensymbolik, erst links, dann rechts, die Einaugen- oder Vogelstrauß-Symbolik, unfassbar. Das weiße Lama wird für den Sonnengott geopfert, das sehen wir auch im Winter immer wieder, nicht wahr? Und Knute, El Diablo, Teufel zur Landgeste, hier scharfe und schmaler Weg, unfassbar. Dann wieder hier, gebt Jungs pinke Spielzeuge, I listen to you und all das, blau und rot, hier rechts oben, 5-Jahres-Plan. Gott sagt, sagte jemand, du Tor, ja, wenn du planst. Alles kann sehr schnell zu Ende sein, die Bibel hat nichts mit der christlichen Religion zu tun und John Adam hätte sich besser an Gott gehalten, was einfach und absolut so ist und Gott braucht sich nicht angebetet zu halten. Als Antwort hier auf das Video, frei durch den Vater ist besser als so ein Sklavendienst für Satan in den Ketten der Sünde, in den Fesseln der Sünde und sich selbst und für sich selbst. Was, wie man sieht, so nichts wird. Mit doppelseitiger Lungenentzündung, wie er es hatte, hat er selbst überhaupt nichts gemacht, sondern Gott. Und deshalb sei er böse oder wie? Unfassbar, ich betete für alle von euch. Bitte betet für mich. Was sage ich? Sebor, thank you very much. Möchtet alle gesegnet sein. Und so bete ich im heiligen Namen Jesus Christus an. Ich bereue, wenn ich etwas falsch mache, himmlischer Vater. Bitte vergebe mir, bitte schütze meine Gemeinde und dieses Werk. So bete ich im heiligen Namen Jesus Christus. Amen. Shalom, Shabbat, Shalom, Halleluja, Shalom.